Servus Leute, zurück zu Let's Play Baldur's Gate 3. Wir befinden uns vor der Gießerei, wo wir das letzte Mal Volo vor einem absoluten Kult bewahrt haben und vor seinem Ende. Er hat uns dafür ein paar Aufzeichnungen vom alten Irenikus gegeben, der irgendwas über Balbrot studiert hat. Naja, jetzt höre ich dort hinten Gesang, der lockt mich wie ein Sirenengesang weg von dieser Gießerei, wo ich eigentlich hier hin wollte. Dementsprechend gehen wir doch mal hier hin, da ist eine... Hallo, wer bist denn du? Oh, Wave Mother, Queen of the Depths, hear me. Please carry Holly to her final rest in the deep wilds. Please. Sorry, are you here for Wave Servant Holly's funeral? Oh, it's already started. They're just inside. Störe ich die Bestattung? No, no. All are welcome to come and celebrate the life of a fallen wave servant. May the wave mother smile on you as she did Holly. Oh, sie hat zwei verschiedene Augenfarben. Ein wunderbares Lied. Dr. Mildreis. Did you hear the wave servants talking about a beast in Grey Harbor? If that's true, prayers are the least we can do. Eine Bestie, vielleicht kann ich da helfen. The Wave Mother sees all. Even you. Das soll mir recht sein. Ich habe nichts zu verbergen. Opfertruhe. Umberle. Das ist die Wave Mother. Jungfer Glon. The celebration is in the main chamber. Umberle, ja, das ist eine Göttin des Meeres wahrscheinlich. Habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen. Den Namen. Sorry, mate. No time to chat. Just here to make an offering, then leave. In and out, yeah? Ja, das ist gut. Wir wollen aber quatschen und ein bisschen mehr erfahren. Captain, Captain, Captain. Here to make an offering to Umberle as well, eh? They say it's good luck to placate the bitch queen after a drowning. Bringen diese ganzen Gaben überhaupt irgendwas? When you sail as much as I have, you'll know damn well they do plenty. Got a few spare coins to chuck in the fountain? Certainly wouldn't do you. In den Brunnen werfen ein paar Coins. I thought it wise to make an offering to the Sea Queen before sailing out tomorrow. Wasn't expecting to find the servants so preoccupied. Warum? Was ist mit dir los? Ja, aber warum bist du so ver... Bittgesuch an Umberle. Ich könnte da Geld reinwerfen, oder? Aber wieso? Wir gehen mal in die Hauptkammer. Und hören... Jetzt haben sie aufgehört zu singen. Sing in Umberle's name. Praise her for this most holy death. Glorious. Da angeln welche draußen. Schöne Holly Dilford. Kenne ich nicht. Oh. I don't like this conversation at all. Wird Uji beladen, die Herzöge von... Ich bin schon wieder fast voll. Ja, wir können erstmal oben mit denen reden und dann... Die Höhle interessiert mich dann schon. Down, down, down by the river. Holly has blessed her humble daughter with a pure death. Pure death. Her lips blue with her kiss. Her lungs full of her quenching word.
Umberly's mercy saved her from a slow, sinking death in the beast's shadow. How dare this beast sully the safety of Grey Harbor? We will find its master and send him struggling into the Bitch Queen's embrace. Sleep like Holly's, but a suffocating flood of fruitless garths and bursting flesh. You, supplicant, what tribute do you bring to honor the Wave Mother's fallen daughter? Ich bringe meine Waffe, um ihren Tod rächen zu helfen. Yes. Then you know as well as Umberly that blood must soon be shed. Your tribute is well received. Breathe deep as she permits. Ist diese Person... Moment, hast du meine Waffe jetzt genommen? Ist diese Person? Yes. Thank the Wave Mother. Blessed Umberly saw fit to spare her an ignoble death. But her passing was not as the Wave Mother intended. It was a beast who took her life. An unnatural one whose very existence is an affront to Umberly. A wretched metal monstrosity hewn by hubris. A rusting pollutant that bleeds black blood into Umberly's pristine waters. Ich bin gut im Erschlagen von Bestien, vielleicht kann ich helfen. The Queen of the Depths is generous to those who serve her. And her favor is far less deadly than her wrath. Find the master of this poisonous beast and slay him. Then one of her most precious gifts shall be yours. Wo finde ich den Meister? Struck Holly while she was swimming in Grey Harbor. She was found by some fishermen. We haven't found its lair as yet. Perhaps you can find where the beast takes its slumber and skewer it before it wakes. Okay, gut, ich... Es handelt sich ja bei dem kostbaren Geschenk ja wohl nicht um Ertrinken. That privilege is not yours to earn. Gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Salt kiss your brow. We await your return and the Beastmaster's demise. Sing, sisters. Sing in Umberly's name. Praise her for this most holy death. I hope this is important. For your sake. Jeder hat eine Waffe. Okay, ich habe Angst gehabt. Well, it ends. Not as bad as it could have. Ach, Down, Down, Down by the River ist ein sehr schönes Lied. So, ersoffen. Was ist hier drin? Da ist ein Gang. Mich interessiert ein Gang, in den ich auch rein darf. Was ist hier? Was ist das hier? Was ist das hier? You shouldn't be down here. This place is off limits to lay people. You look lost. The stairs behind. Worth it to be so blessed by Amber. You've wandered into a forbidden area. You sense it might be. Okay, ich darf da nicht hin. Quotor Center. Ich darf da nicht hin. Wo führt mich diese das da? Eier. Direkt vorm Tempel ist irgendeine Maschine oder so, die Öl konsumiert. Aber warum? Ich durfte doch eigentlich da runter. Was ist hier? Auch hier darf ich theoretisch hin. Stop! These are the flood tides chambers. You've no business here, Flotsam. Okay.
Schade, ich darf nicht den Tempel plündern. Stop. Ja, ich gehe doch schon. Davon gibt es auch eine Metal-Version. Also hat jemand eine Metal-Version davon gemacht? Sehr geil. Hör ich häufiger mal an. Neben Raphaels Final Act Song. Ja, den habe ich schon ein paar Mal gehört. Obwohl ich noch nicht weiß, dass ich dorthin gekommen bin. Aber Raphael hat auch einen wunderbaren Song bekommen. Wie fast jeder wichtige Charakter in der Geschichte. Raphael haben wir schon lange nicht mehr besucht. Ein mechanisches Monster hier. So, was ist hier los? Deal. Wer handelt hier mit wem? Du? Wer redet hier mit wem? Die labern nur irgendwelches komisches Zeug und sagen mir nichts. Okay, hier irgendwo ist ein Monster oder so. Ein maschinisches Monster. Hier an den Docks. Hier sowas oder wie? Warum sind hier Wachen? Entrance prohibited. Boom! You will not be warned again. Okay. Zugang verboten. Interessant. Vielleicht müssen wir dorthin. Aber ich muss zugeben, ja. Ich entschuldige mich. Ich bin ja bloß mal erstmal hin. Ich war. Ah, gut. Time to move. Just like old times. Habe ich kein Problem mit. Zwei Stahlwächter kriegen wir weg. Hoffentlich. Oh, shit. Keine Bewegung. Kannst du dich... Keine Bewegung. Kannst du dich... Was machen wir denn? Einen Zauber wirken, um sich wieder bewegen zu können, ist ja schwachsinnig. War nicht so gut. Well, so much for peace. Eisner, die sind jetzt nicht so stark. Yes. Muss nicht zwingend gegen die so. Halt, das ist das falsche Fliegen. Wollte gerade sagen, was ist jetzt passiert? Auf Stahlwächter kloppen. Oh. Das ist schlecht. Oh, Glück gehabt. Den hat's zersprengt. Das ist, glaube ich, immer mal wieder was Gutes. Life comes easy these days. Need to find a way forward. Forward und Bewegung. Neu positionieren, da drauf. Your command. Right away. Draufhauen. Ordentlich Damage verursachen. Greif mich einfach so Stahlwächter hier an. Können ja einen kleinen Zaubertrick.
keep going. Und ihn weiter mit Mondstrahlen beschießen. Let me strike. Ich befürchte, wenn ich da ordentlich zuschlage, dann explodiert er gleich. Deswegen, genau. I will not fail. Einfach wieder zur Seite. Well, hello. Warum auch immer die mich angegriffen haben. Warum auch immer. War das Teil dieses ganzen Mysteriums mit der Quest? Warum darf ich hier nicht drauf? Was verstecken die hier? Weswegen dieser Kampf? Ich hab denen doch gar nichts getan. Was versteckt ihr hier? Hä? Wow! Andirektor oder welcher Lakaien dieser Gieserei zuständig sein. Diese Lieferung enthält ein Aufzuchtbecken voller Larven, das für industrielle Zwecke unseres Freundes Gottisch an die Gießereien Baldestor geliefert werden soll. Die jüngsten Würmer wirken weniger vital als früher Lieferungen, überleben jedoch hoffentlich die Fahrt von dem Fluss hinab, um den kurzfristigen Bedarf zu decken. General Catholic Thorn. Das ist eine höllische Ladung an Larven. Das ist eine Bewachung würdig. Das stimmt. Okay. Das war sozusagen das Schiff, das aus dem Turm losgesegelt ist, könnte man sagen. Verfolgungsprotokoll. Was war ein Verfolgungsprotokoll? Das ist aber nicht die Quest. Das sind tote Fische. Hat's was mit dem Konto zu tun? Hier sieht man tote Fische. Sehe ich hier vielleicht irgendwas wie eine Ölspur oder so? Nein. Jetzt sicherer Bereich. This dock is closed until further notice by order of Lord Gortash. Ja, so heißt es, aber wir gehen einfach mal da drauf, nicht wahr? Wenn sie uns aufhalten wollen, kopfloser Fisch, dann ist es so. Whoa, whoa, mate. This is the last place you need to be. Clear off, yeah? Warum darf ich hier nicht hier sein? Two words. Guild business. Only an idiot gets between them and their shipments. Ich gehöre zur Gilde, bin hier, um die Lieferung abzuholen. Täuschen. Ich liebe täuschen. Why didn't you lead with that? I trust you're gonna balance the books too, yeah? Das kommt drauf an. Habt ihr alles, was wir bestellt haben? Oh yeah. Weapons, drugs, bit of fire wine. You know, the usuals. Bitte sehr. Pleasure as always. Better clear it out before the fish get here. You know how they are. Und, mit wem habe ich gerade gesprochen? Kopfloser Fisch. Haifisch Trockenstück. Fully grown shark, fresh from the ocean. Not an easy catch. Habe ich irgendwas bekommen für 1000 Gold?
Feuerweinfässer. Hat was von Waffen gesagt? Den Holzkoffer darf ich aufmachen? Ich bin überladen. Dafür habe ich 1000 gezahlt. Lächerlich, würde ich sagen. Lächerlich. Warum trage ich eigentlich solchen Plunder bei mir? Was ist das? Ja, ein bisschen Platz habe ich jetzt wieder. Das sind Drogen. Das waren gerade Drogen. Wer ist das? Gallim Klops. Sieht witzig aus. Lublin. Nice to meet a Gildi. Put in a good word for me. A Gildi. Oh, die hätten wir auch bekämpfen können. New to the guild, are you? If you're not dead in a tindy, I might learn your name. Das freut mich. Tatsächlich absolut underwhelming. Ich möchte auf der anderen Seite mal schauen. Mich interessiert, was hier abgeht. Oder vielleicht auch dort oben. Da darf ich aber nicht. Toll. Kriege ich nur Ärger. Wieder mal. Ich suche weiter. Ich suche weiter nach dem... Das darf ich. Konstitution. Wegen dem fauligen Fisch. Kritisch. Stinkender Beutel. Was ist in diesem stinkenden Beutel enthalten? Ein Schlüssel. Zu einem vergrabenen Schatz. Hört mal sich nicht. Ich habe doch schon immer gesagt, wenn ihr Papa Finns. Bisschen. Geld. Und Schlüssel. Fallen lassen. Jetzt habe ich irgendwo jetzt einen vergrabenen Schatz markiert, oder wie? Oh ja, da unten. So, wir schauen mal, ob wir das mit dem Schiff herausfinden. Will nicht. Flüchtlinge. Bosn Charlie. Unwichtig. Hier sind einfach random Flüchtlinge. Wo könnte hier was sein? Hier ist doch... Da rein. Also irgendwas Mechanisches ist da drin. Interessant, das sind Charaktere, die zählen nicht mal. Hier ist mein Ziel drinnen. Hier ist das Ziel von uns allen drin. Deswegen würde ich sagen, beim nächsten Mal schauen wir, was hinter diesem Tor versteckt ist, um unseren hübschen Damen aushelfen zu können. Ist das der Weg ins Kontor? Könnte sein. Ja, das müsste ein Kontor sein. Oder nicht? Lass mal auf die Karte schauen. Ah, nee. Nee, ist irgendwas anderes. Oh, das ist die Schiffswerft, so in etwa. Das wird spannend. Aber erst beim nächsten Mal. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.